Das Land NRW will im Haushalt fürs nächste Jahr 3 Milliarden Euro sparen. Davon allein im Sozialbereich 83 Millionen. Und das trotz gestiegener Preise und Personalkosten. Der Rotstift trifft im Sozialbereich fast alle, von der Flüchtlingshilfe bis zu Frauenhäusern. Dagegen gab es heute in Düsseldorf heftigen Protest. Großdemo gegen die Sparbeschlüsse der schwarz-grünen Landesregierung, deren Vertreter gnadenlos ausgepfiffen wurden von 32.000 Menschen aus allen Teilen von NRW. Bei der AIDS-Hilfe in Bielefeld haben sie finanzielle Sorgen. Ähnlich sieht es für die Beschäftigten im Münsteraner Altenheim aus. Bei der Beratung für minderjährige Flüchtlinge in Siegen ist man auch besorgt. Viele von ihnen sind heute nach Düsseldorf gekommen, um gegen die Kürzungen im Sozialbereich zu demonstrieren, Projekte zu retten. Auch in Bochum sind sie betroffen. Cihan Kodor ist zweimal die Woche hier, im Begegnungsort in Wattenscheid. Sie unterstützt Frauen und Kinder, die nach Deutschland geflüchtet sind, beim Ankommen, beim Kontakt mit den Ämtern, eben bei der Integration und dem Deutschlernen. Gleichzeitig können die Kinder hier miteinander spielen, eine wichtige Anlaufstelle. Das sind so Projekte, die sind nicht nur einfach spielerisch, sondern das ist auch ein Bildungsprojekt. Das ist auch sehr wichtig für Vorschule, für Vorkindergarten und für Frauen, die zu Hause sind, dass sie rauskommen. Fenster, Uhr, Spiegel. 1989 flüchtet sie selber mit ihren Eltern aus dem Libanon. Sie spricht Deutsch, Englisch und alle arabischen Akzente. Auch deshalb kommen immer viele Frauen, weil sie ihr vertrauen. Das mache ich sehr leidenschaftlich. Ich mache das sehr gerne, weil ich sehe die Ergebnisse und wie effektiv das ist, wenn man in einen Verein gebunden ist oder in ein Institut. Die Kinder und Frauen entwickeln sich sehr gut. Durch die Haushaltskürzungen in NRW fehlt ab Januar aber das Geld. Und das für viele Angebote, warnt Manuel Becker vom progressiven Eltern- und Erzieherinnenverband NRW. Frau Kodre und andere Personen, die als Schlüsselpersonen im Sozialraum agieren, sind deshalb so wichtig, weil sie die Zugänge herstellen, weil sie Vertrauen genießen, weil sie über ihre eigene Lebenserfahrung das herstellen können, was Personen in Ämtern und Behörden oft eben nicht können. Und wenn Projekte einmal weggespart sind, sei es schwer, diese wieder neu aufzubauen. Bei der Demo befürchten das viele. Sozialminister Laumann stellt sich den Demonstranten und wird ausgepfiffen. Die Landesregierung setze im Haushalt Prioritäten, etwa bei Bildung und Kitas. Für andere Sozialprojekte fehle aber oft das Geld. Ich habe einen großen Respekt vor diesen Menschen, die hier heute sind. Ich mag diese Menschen auch. Ich habe ja auch viele dieser Einrichtungen in den letzten Jahrzehnten besucht. Ich kann das alles sehr gut verstehen. Und es ist nun mal so, dass wir diese Kürzungen leider machen müssen, weil wir einfach die finanziellen Ressourcen nicht haben. Noch ist der Haushalt für das kommende Jahr nicht beschlossen. Doch finanzielle Spielräume sind für die Landesregierung kaum da. Manuel Becker ist aus Bochum zur Demo gekommen und versteht das nicht. Wir sind auf Förderhöhen ungefähr der 90er Jahre stehen geblieben. Und wenn die jetzt noch weiter zurückschreiben, kommt das den Bedarfen in keinster Weise nahe. Die Nachricht der Demonstranten an die Politik ist angekommen. Für Projekte wie das in Bochum könnte es dennoch zu spät sein.